meiner Person noch. Ich bin jetzt Bürgermeister seit der ersten Gemeinderatsperiode, also seit 4 Jahren. Das ist an meinem Amtsvorgänger, der Helmut Kirchmeier, heute mitgekommen. Sehr viel, was da heute präsentiert wird, ist in seinem Aufgabenbereich gefallen. Es ist ihm zu verdanken, dass Oberhofen diese Haltestelle letztlich auch bekommen. Dies vorweg. Wo liegt Oberhofen? Oberhofen liegt im mittleren Oberinntal, ist also von der Entfernung nach Innsbruck und Innsch in etwa 27 Kilometer entfernt. Es liegt in der Inntalfuche. Wir sind also eine Gemeinde, die in der Ebene liegt. Sehr viele unserer Nachbargemeinden sind auf Schuttkegeln und das hat es auch mit sich gebracht, dass die Bahnlinie durch unser Ortsgebiet zentral durchfährt. Oberhofen hat 1680 Einwohner, davon sind rund die Hälfte, 840 Einwohner in Erwerbsleben. Gut 70-75% davon müssen ausbilden, also hier sieht man schon, wie wichtig eine Infrastruktur ist, die es den Menschen ermöglicht, in komfortablen und vor allem günstigen Rahmen von einem Ort zum anderen zu wechseln. Wenn wir einen Blick zurück in die Geschichte werfen, dann sollten wir die Aarbergbahn, der Baubeginn war 1880, die erste Fertigstellung war 1883. Damals hatte Oberhofen 685 Einwohner. Hier am Bild ist eine Abbildung aus dem Jahre 1956. Man sieht die Bahnlinie hier entlang. Das Kerngebiet von Oberhofen war also um die Kirche, das ist ein Haufendorf, und die Gasse entlang waren einzelne Gehöfte. Es musste auch für die Errichtung der Aarbergbahn ein Gehöft geschiffen werden. Was man hier noch sieht, ist hier der Begleitweg und wir haben 3 Kreuzungen. Wo macht man das? Haben wir da einen Fehler gemacht? Ja, passt. Wir hatten also 3 beschränkte Bahnübergänge und das ist eben auch der Bahnwärter aus dem Jahre 56. Die Geschichte geht weiter. In der Mitte der 70er Jahren wurde die Aarbergbahn zweigleisig ausgebaut und das brachte mit sich, dass man die Kreuzungen, die Bahnkreuzungen entfernen konnte. Es war notwendig, Bahnunterführungen zu errichten, mit dem Nachteil für den Ort Oberhofen. Die Gleistrasse wurde um 1 Meter angehoben, was vom Erscheinungsbild her und vor allem auch die Lärmentwicklung eher nachteilig war. Es wurden 2 Unterführungen im westlichen und östlichen Ortsbereich für das Dorf und 2 weitere Unterführungen außen in der Flur errichtet, so als auch 2 Fußgängerunterführungen, die es ermöglicht war, den Menschen Nord und Süd ungehindert zu passieren. Wir sehen hier eine Aufnahme aus 2008. Sieht man sehr gut die Entwicklung zu 1956, dass sich das Gemeindegebiet nach Süden erweitert hat. Die Häuser sind auch entlang der Bahnlinie gebaut worden und die Erschließung zur Bahn wäre gegeben gewesen. Wir haben im örtlichen Raumordnungskonzept von 2000 steht als Ziel der Infrastruktur die Errichtung einer Bahnhaltestelle und die Errichtung des Lärmschutzes. Es hat also die gesetzliche Vorlage gegeben, dass im Ortsbereich, im Siedlungsbereich, die während der Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr die Dezibelbelastung nicht höher als 55 Dezibel sein sollte. Und das war eigentlich nur über 2 Maßnahmen zu erreichen, entweder über den Fenstertausch bei den Häusern oder über die Lärmschutzwand. Geeinigt hat man sich dann für die Kombination Lärmschutzwand. Es sind also in Oberhofen circa links und rechts der Bahn 1 Kilometer Lärmschutzwand errichtet worden und damit wurde die Vorgabe
55 Dezibel zu erreichen in Gefahr. Hier sieht man auch die Lage von Oberhofen. Wir liegen also im Nahbereich der Marktgemeinde Dels mit 16.000 Einwohnern, die Gemeinde Pfaffenhofen. Die Gemeinde Pfaffenhofen liegt hier und hier war auch die Haltestelle Dels-Pfaffenhofen ca. 1250 Meter von Oberhofen entfernt. Und das war auch immer das Argument von jenen, die hätten finanzieren müssen, ja, es hat es nicht weit nach Pfaffenhofen, es kann es in Pfaffenhofen in Zug steigen. Es waren auch die Argumente der eigenen Bevölkerung teilweise, ja, ich gehe lieber nach Pfaffenhofen, da kann ich mit Schnellzug nach Innsbruck fahren. Es war also die Zeit um 2000, da hat es noch ein Talent gegeben, da war der Benzinpreis auf der Hälfte vom heutigen Preis, und es ist, wie schon anfangs erwähnt, eben der Hartnäckigkeit und der Zielstrebigkeit des Gemeinderates unter Führung von Helmut Kirchmeier schlussendlich zu verdanken, dass wir diese Haltestelle gebaut wurde und erhalten haben. Man sieht, das ist also da sehr zentrumsnah, und was man als am einschneidenden Tag eben feststellen kann, das war der 13. Juni 2005, war der erste Halt des Trend-Talentzuges in Oberhofen in 6 Uhr in der Früh gemeldet war. Oben im Bild haben wir also noch Landtagspräsident, damals Landeshauptmann Dr. Herwig van Straat, Projektleiter Günther Oberhauser und unseren Altbürgermeister Helmut Kirchmeier. Es war natürlich damals ein Tag, ein besonderer Tag für ihn, weil man weiß, wer solche Projekte umsetzen will und es eine Genugtuung ist, wenn man schlussendlich ans Ziel kommt. Es seien natürlich auch viele Mitstreiter seitens der ÖBB, seitens der Verwaltung im Land. Ich habe da gesehen, es ist auch der Hofrat Ludmeier jetzt am Nachmittag dabei, der sich auch maßgeblich für den Bau der Haltestelle eingesetzt hat. Wenn wir uns Oberhofen von oben betrachten, dann sehen wir, dass wir einen großen Vorteil haben, heute mit der Haltestelle. Wir haben also über 100 Jahre ist dazu mitten durch unser Ortsgebiet gefahren, haben in Lärm gehabt und durch die Erhöhung der Trasse eben auch den Abschnitt, dass man nicht noch, also damals hat es so spitzfindige Bemerkungen gegeben, die Berliner Mauer hat abgerissen, in Oberhofen hat der Mauer aufgebaut, aber der große Vorteil, und der ist in der Zwischenzeit von, ich glaube, von 99% der Bevölkerung so ein Ja zu dieser Haltestelle, wir sind von der Bevölkerung im Umkreis von 500 Metern leben 80% der Bevölkerung. Und das ist also der große Vorteil. Es ist also in weniger als 5 Minuten ist die Haltestelle zu erreichen. Heute sieht das Bild der Haltestelle so aus. Früher war da der beschränkte Bahnübergang. Links sieht man auch das Bahnwärterhaus. Und jetzt haben wir einen modernen Bahnsteig mit Überdachung. Und das nächste, was positiv zur Annahme der Haltestelle führt, ist ganz einfach der Fahrplan. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die S-Bahn bis Dels-Pfaffenhofen im Halbstundentakt fährt. Und wir haben in Oberhofen von 5 Uhr in der Früh bis 11 Uhr abends 74 Halte werktags und 28 seien es noch an Sonn- und Feiertagen. Es gilt also nun für die Bevölkerung, die Haltestelle anzunehmen. Und wir sehen jetzt da eine Grafik, wo wir die Fahrgastentwicklung sehen aus 2005. Wir haben 2005 400 Ein- und Ausstiege gehabt und haben jetzt im Juli 2014 536 Ein- und Ausstiege. Das waren also in Fahrgästen gerundet 200 bzw. 268. Wird diese Fahrgastzahl analysiert, dann kann man Folgendes herauslesen. Ausgenommen von der Statistik Austria, die ja die Befragungen 2001 und 2011 macht. Wir wissen also, in Oberhofen gibt es 651 Auspendler. Davon
pendeln in die umliegenden Gemeinden 284 aus. Das ist also jener Bereich, der kaum mit der Bahn bedient wird. Das sind die umliegenden Gemeindehauptstadt nach Delft, wo man mit dem, wer will, mit dem Fahrrad fahren kann oder hauptsächlich mit dem PKW. Aber wir haben viele Erwerbstätige, die in andere Bezirke auspendeln. Und da ist von der Statistik jetzt her das eine der großen Vorteile. Innsbruck Stadt ist ein eigener Bezirk, wird also hier ausgewiesen. Das heißt, bei den anderen Bezirken mit 335 Personen, die in anderen Bezirken auspendeln, von 280 circa nach Innsbruck. Ähnliches gilt bei den Schülern, die auspendeln, jenen, die in der Volksschule Oberhofen, denen haben wir da nicht drauf. Es ist also da etwas von der Statistik, was auffällt, ist, wir haben 2001 da eine höhere Schülerzahl, Gesamtzahl, die auspendeln. Das hängt damit zusammen, dass bei der Auswertung 2011 Geburten schwächere Jahrgänge drin sind. Inzwischen ist unsere Volksschule heuer wieder sechsklassig geführt, das heißt, wir haben wieder mehr Schüler und es ist also eine Steigerung. Aber was man sieht, die Schüler sind auf ein Verkehrsmittel angewiesen, das im Dorf stehen bleibt und bis zum Schulort fährt. Wenn es der Bus nicht ist, der Bus fährt die Schüler, die Hauptschüler in die Mittelschule nach Delft, aber in die Städte nach Innsbruck oder Imst sind die Schüler auf die Bahn angewiesen. Und hier sieht man ganz einfach die Steigerungen und das resultiert auch die Fahrgastzahlen. Jetzt eine Gegenüberstellung, welchen Gewinn hat die Bevölkerung? Jetzt haben wir eine Gegenüberstellung von den Pendlernkosten. Eine Einzelfahrkarte nach Innsbruck kostet hin und retour 12,20 € zurzeit. Wenn man den PKW nur mit dem Benzinverbrauch berechnet und ein 6 Liter pro 100 Kilometer ist vielleicht ein Durchschnittswert mit 4 € und 3 Stunden Parkgarage, dann kriegen wir also auf einen ähnlichen bzw. einen höheren. Für jene Personen, die täglich zur Arbeit nach Innsbruck auspendeln, war also das Jahreskarte, welche vom Land Tirol mit 20% unterstützt wird, somit haben die Jahreskosten von 688 €. Vergleiche ich die Treibstoffkosten von 247 Arbeitstage, dann kriege ich da auf 1.000 €. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall eine Fahrgemeinschaft bilden, um günstiger zu fahren. Denn hier ist ja nur der Treibstoff berechnet, verwende ich das amtliche Kilometergeld mit 40 Cent und das sind in etwa 11.000 Kilometer, was da im Jahr zurückgelegt werden, dann bin ich bei Kosten von 5.000 €. Das heißt, wenn das Auto vollbesetzt wäre mit 5 Personen, können wir nach wie vor nicht zu diesem Preis. Es gibt also in der Zwischenzeit sehr viele Möglichkeiten der Fahrkarten für die Pensionisten. Die Vorteilskarte ist hier also auch aufgelistet, das einfach der Anreiz bietet, um die Bahn zu benutzen. Wir haben da noch einen Vergleich und der betrifft die Umwelt. Vergleichen wir den Pkw-Verkehr mit dem CO2-Ausstoß mit der Bahn. Wir haben ja folgende Feststellung. Ich habe da den CO2-Rechner vom ÖNTC verwendet. Ich glaube, ist bezüglich ÖGB sicher neutral bzw. keine Untertreibung. Und da sieht man ganz einfach, wir haben es ja heute Vormittag schon gehört, dass der Zug 10-mal günstiger unterwegs ist bezüglich CO2-Ausstoß wie der Pkw. Und wenn ich aufs Jahr umlege, dann habe ich beim Pkw eine enorme Summe von 297.000 Kilo CO2-Ausstoß. Zum Vergleich zum Zugpendler von 23.000 €. Auch hier wieder, wenn ich eine Fahrgemeinschaft mit 5 Personen, ich dividiere das durch 5, dann habe ich immer 60.000 im Vergleich zu 23.000 beim Zug. Ein Dorf bereichert durch S-Bahn, wenn wir das hier zusammenfassen können, ist es ganz einfach so, wichtig ist, die Haltestelle fußläufig erreichbar sein. Wir haben heute einen Begriff gehört, von mir ist der neu, Kommodalität. Das heißt, ich kann auch mit dem Radl hinfahren. Wir haben da am Bahnhof haben wir auch zwei Fahrradabstellen,
sei nicht voll aus dem Knauf an, deshalb in der Zwischenzeit zu meinem Schülerzustieg für einen Schulbus noch selbst zu funktionieren. Es ist also vom Verhalten her der Personen, sieht man, wichtig ist, das Auto daheim in der Garage stehen lassen, dass es gar nicht braucht, dass sie fußläufig hinkriegen zur Haltestelle. Ich kann entspannt von und zur Arbeitsstätte fahren. Wir wissen alle, wenn man nach Innsbruck fährt und der Arbeiterverkehr in der Frühstau, am Abendstau, im Zug kann ich einsteigen, gemütlich nach Hause reisen und daheim entspannt aussteigen. Umweltfreundliches Reisen haben wir vor die Folie gesagt, ebenfalls kostengünstige Alternative für Pendler, eine sichere Verbindung für Schüler und auch Pensionisten. Wir wissen, ältere Leute werden unsicher und die barrierefreien Zugänge an den Haltestellen sprechen für sich. Ideale Verbindung also in den Zentralraum für Tirols. Alles zusammen eine Bereicherung für unsere Bewohner vor Ort. Danke für eure Aufmerksamkeit.